Ich habe gar nicht gemerkt, dass du rauchst. Wieso? Wonach rieche ich denn? Du bist paranoid. Du bist das Problem. Du bist paranoid. Shut the fuck up! Was? Halt die Fresse! Nein, ich halt nicht die Fresse! Was soll das sein? Halt einfach die verdammte Klappe, ich steige jetzt aus! Ja, soll das eine Drohung sein oder was? Wir wissen, du warum? Du sollst einfach deine Klappe halten! Nein, Mann, ich halt nicht meine Klappe! Neda? Das ist Ella, meine Tochter. Ihr ging es nicht so gut in der Schule. Hallo. Bist du krank? Du darfst nicht gehen. Okay. Ich sag meine Termine für heute ab, ja? Was hältst du denn davon, wenn wir heute einfach alle den ganzen Tag schlafen? Wäre das gut? Ich will zu dir ins Bett. Klar. Zieh dich doch einfach schon mal um, ne? Ich gehe jetzt. Ach Quatsch, wieso denn? Ist noch voll früh, lass uns doch noch ein bisschen schlafen. Nachher mache ich noch ein Frühstück für uns, ja? Hey, ich hol dein Kopfkissen, ne? Magst du in der Mitte liegen? Ich wollte noch mal mit dir reden. Wegen des Mädchens, das du neulich nicht reingelassen hast. Du meinst die, die zu spät war? Mhm, ja. Ja, die war zu spät, die Tür war zu. Fertig. Ja, sie war zu spät. Es war umständlich, sie reinzulassen, aber möglich. Und jetzt? Das hier ist ein Yoga-Studio. Wir sind alle Yogis und danach sollten wir auch handeln. Yogis. Was ist mit der Bezahlung der Lehrer? Und den Arbeitsbedingungen? Ha? Sind wir da auch Yogis? Nein, da geht's ums Geschäft. Da ist Schluss mit Yogi. Natürlich ist es auch ein Geschäft. Der Laden muss auch am Laufen gehalten werden, damit wir alle weiterhin hier praktizieren und Geld verdienen. Weißt du was? Ich brauche deine Rechtfertigung nicht. Ich bin raus. Entschuldigung. Du bist doch nie da, oder? Wir kennen uns. Ich bin Felix. Leibniz-Schule? Wir waren zusammen beim Turnen. Ja, ich erinnere mich. Entschuldigung, brauchen Sie Hilfe? Ja. Ja? Mein Mutter hat Tee gemacht, Kaffee. Ich würde gerne, dass Sie reinkommen. Dafür, dass Sie geholfen haben. Nein, das ist sehr freundlich. Ja, das ist sehr freundlich, aber ich habe gar keine Zeit. Du, hör mal, ich muss hier gleich raus. War schön, dich wiedergesehen zu haben. Tschüss.
hast so einen Kinderblick. Ein Kinderblick. Das ist schön.